4022 03 Fazit: Wow! Bedingt durch ein bärenstarkes letztes Viertel und ein unsportliches Foul der Serben gewinnt Deutschland auch das 6. Quali-Spiel und setzt sich gegen Serbien mit 88:81 durch. Über lange Zeit der Partie war Serbien das bessere Team, konnte Deutschland jedoch nicht wirklich abschütteln. Die deutschen Korbjäger ließen sich nicht von ihrer Linie abbringen und ergriffen in den letzten Minuten die Chance. Mit starken Aktionen sicherten Kleber, Schröder und Zirbis den Erfolg und somit den Gruppensieg. Bester Werfer der Partie ist Marjanovic mit 22 Punkten, auf Seiten der Deutschen steuerte Schröder mit 21 Zählern am meisten bei. Für Deutschland geht es also mit voller Punkteausbeute in die nächste Quali-Runde. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Abend. 4021:58, das war die Entscheidung. Auch der nächste Dreier findet nicht seinen Weg ins Ziel und Benzing wird an die Linie geschickt. 4021:56, beide Freiwürfe sitzen. 12,8 Sekunden vor dem Ende führt Deutschland mit 5 Punkten und Serbien nimmt die Auszeit. 4021:55, Schröder trifft den Wurf aus der Mitteldistanz, Serbien scheitert beim Dreier und Schröder darf auf der Gegenseite wieder an die Linie. 4021:54, Kleber blockt Marjanovic. Fantastisch. 4021:53 in your face. Zirbis packt im Angesicht des Gegenspielers Marjanovic den Dunking aus und bringt Deutschland wieder in Führung. Was für ein Spiel, 3921:52 zweimal hintereinander fährt Jelovac beim Rebound den Ellenbogen gegen Kleber aus. Das gibt ein unsportliches Foul und die dicke Chance für Deutschland, wieder in Führung zu gehen, 3921:51, Schröder wird gefoult und darf an die Linie. Beide sitzen. 3921:49, Marjanovic leistet sich ein Offensivfoul und Deutschland bekommt ein Uhr 11 Minuten vor dem Ende den Ball. 3921:48, Benzing wird von Schröder in Szene gesetzt, zieht von links zum Korb und holt sich das Foul. Nur ein Freiwurf ist drin, 3821:47 in der Auszeit hat Trainer Rödel seinen Jungs nochmal Mut zugesprochen. Benzing soll wohl im nächsten Angriff freigespielt werden, 3821:44, das gibt es doch nicht. Zirbis verlegt das offene Alley-oop-Anspiel und auf der anderen Seite sitzt der Dreier. 3721:43, die Spannung steigt immer weiter. 3 Minuten vor dem Ende hat Deutschland einen Punkt Vorsprung, aber auch bereits die Team-Foul-Grenze erreicht. 3621:40, Todorovic steht rechts in der Ecke ganz frei und trifft den Dreier. Das war zu einfach. Ausgleich. 3521:39, der Kerl ist der Wahnsinn. Marjanovic führt das Leder nun oft mit einer Hand. Und auch dieses Mal postet er auf und trifft. 3421:37, es geht nun hin und her. Auf einen lässigen Treffer von Marjanovic antwortet Kleber mit dem nächsten Dreier. Das wird noch richtig spannend, 3321:36, was für ein Konter. Simonovic läuft genau im richtigen Moment ein, bekommt das Leder und schließt per Dunking ab. 3321:34, Deutschland führt zum ersten Mal, und das durch eine Kombination der beiden NBA-Spieler. Schröder ist zurück auf dem Parkett, zieht in die Zone und passt zurück auf Kleber hinter der Dreierlinie. Der steigt hoch und trifft. 3221:32, Mitchitsch hat eine Wurfbilanz von 0 von 10 Versuchen aus dem Feld, glänzt aber mal wieder mit einem tollen Assist vor einem Dunking. 3121:31, nach ordentlicher Verteidigung der Deutschen steht Akpina auf der Dreierlinie und drückt das Leder sauber durch das Netz. Nur noch 2 Punkte, 3121:30, ab geht's ins letzte Viertel, 3021:28, Viertelfazit.
Sie reißen die Arme hoch. Bensing trifft in letzter Sekunde einen ganz wichtigen Dreier und bringt Deutschland auf 4 Zähler heran. Das letzte Viertel verspricht einiges an Spannung, es fehlt den deutschen Korbjägern allerdings noch an der Konstanz. 3021:27, die eigene Schwäche bei Rebounds bricht den Deutschen aktuell das Genick. Serbien konnte die Gäste noch nicht abschütteln, profitiert aber von zahlreichen Rebounds. 3021:25, nach einem spektakulären Tipp in der Serben gelingen Bartel endlich mal wieder recht einfache Punkte. Es bedarf einer Leistungssteigerung, wenn hier noch ein Sieg mitgenommen werden soll. 2921:23, das Spiel pendelt gerade gefühlt im Minutentakt hin und her. Gerade sind die Serben wieder oben auf, Milos Avilevic trifft den Wurf von draußen und bringt die Halle zum Beben. 2721:21, die serbischen Fans pfeifen die Schiedsrichter wegen einer Einwurfentscheidung aus, der Spieler stand aber im Aus. 2721:20, diese Antrittsschnelligkeit ist einfach Gold wert. Aus der zentralen Aufbauposition zieht er blitzschnell zum Korb, wirft die Kugel hoch ans Brett und trifft. Das macht auch noch so großen Verteidigern das Blocken extrem schwer. 2621:17, wichtige Punkte. Mit der ablaufenden Wurfuhr im Rücken geht er mit dem Rücken zum Korb und trifft den Hakenwurf. 2521:16, mit Glück gelingt ihnen das N1. Jelovac wird unter dem Korb von Kleber gestört, versenkt den Spielgerät jedoch artistisch noch im Ziel. 2521:14, mal wieder legt Serbien einen kleinen Lauf hin und führt wieder mit 7 Punkten. Die Eroberung der Führung würde Deutschland sicher gut tun. Bisher laufen sie quasi das gesamte Spiel hinterher. 2421:13, starke Defense. Wieder wollen die Serben Marjanovic mit einem hohen Anspiel in Szene setzen. Voigtmann reagiert jedoch blitzschnell und hat seine flinken Hände dazwischen. 2321:12, oh yeah, Baby. Kleber nimmt von links Anlauf und hämmert einen krachenden Dunking durch den Ring. Da wird er gefoult und trifft auch den anschließenden Freiwurf. In One, 2321:10, Marjanovic nutzt zum wiederholten Male seine 2,22 Meter glänzend aus und verwandelt den nächsten Hakenwurf. Er hat das deutsche Team heute schon vor einige Probleme gestellt. 2221:09, Serbien lässt die deutsche Defense mehrmals ins Leere laufen und fliegen, kriegen die Pille jedoch nicht im Ziel unter. Schröder läuft den Fast Break und probiert es mit dem Dreier von rechts aus der Laufbewegung, daneben. 2121:07, in der Nachbetrachtung der ersten Halbzeit sollte sicherlich noch der Serbe Micic erwähnt werden, der mit einigen starken Assists überzeugen konnte. Mit einem Foul schickt er nun allerdings Schröder an die Linie, der beide Würfe trifft. 2121:06, frisch zurück ans Werk. Die Teams starten ins dritte Viertel. 2020:58, Halbzeitfazit. Pause in Novi Sad. Nach 2 absolvierten Vierteln führt Serbien verdient mit 41:35 gegen das deutsche Team. Gute Feldwurfquoten und starke Reboundarbeit ebnen aktuell den Weg für die Serben, die den Deutschen einen harten Kampf um den Gruppensieg liefern. Deutschland leistet sich noch zu viele unnötige Fehler, rein vom Spielstand her ist jedoch noch alles möglich. Jelovac und Marjanovic sind mit 11 Punkten aktuell die besten Werfer der Partie. Dennis Schröder finden noch nicht so recht zu seinem besten Spiel. Bis gleich. 2020:49, Bensing. Der Kapitän der Mannschaft profitiert von einem gut gestellten Block und zwirbelt den Ball von Downtown in den Korb. 2020:47, sie kommen einfach nicht an den Ball. Serbien kann sich die Murmel eine gefühlte Ewigkeit lang hin und her spielen, immer wieder kommen sie zum Rebound.
15 Sekunden bleiben für Deutschland noch, um Punkte zu erzielen. 1820 zu 45, gut 2 Minuten haben die Deutschen noch Zeit, um das Halbzeitergebnis ein wenig aufzuhübschen. Das pure Wurfglück bleibt bei ihnen heute noch aus. 1720 zu 43, noch hat Schröder etwas Pech. Im regelmäßigen Abstand steigt er geschickt zu einem Wurf hoch. Ihm fehlt jedoch noch die Konstanz beim Treffen der Würfe. 1620 zu 41, auch wenn Deutschland weiterhin keine souveräne Leistung abliefert, so bleiben sie immerhin an den Serben dran. Vielleicht bringt eine klare Analyse in der Halbzeitpause die deutschen Jungs nach vorne. 1520 zu 36, das wird keineswegs ein einfacher Abend für die deutschen Korbjäger. Heute wirken die Serben bislang spitziger und präsenter. 1520 zu 34, erst aktuell nicht zu stoppen. Marjanovic postet an der rechten Grundlinie auf und versenkt den Korb schließlich souverän. 1420 zu 31, das geht viel zu einfach. Marjanovic wird ganz simpel hoch angespielt und kann die Plö schließlich per lockerem Dunking ins Ziel hämmert. 1320 zu 29, nun ist guter Rat teuer. Die erste Auszeit wird von Trainer Henrik Grödel lautstark gestaltet. Er fordert besonders von Maximilian Kleber ein mutigeres Spiel. 1220 zu 27, Deutschland tut sich in der Defense oft noch schwer und wird somit zu Fouls gezwungen. Serbien hat nun die Chance, sich etwas abzusetzen. 1120 zu 26, Swish. Jelovac steht zentral hinter der Dreierlinie zu offen, bekommt die Pille und wirft das Leder cool ins Ziel. 1120 zu 24, das Spiel ist wieder im Gange. 1020 zu 24, Viertelfazit, das erste Viertel ist zu Ende. Serbiens Spiel wirkt kompletter und robuster, Deutschland schlägt sich aber wacker und liegt aktuell mit 2 Punkten hinten. 1020 zu 22, Akpinar nimmt sich nochmal ein Herz und trifft den Dreier. Kurz danach ist die erste Pause. 920 zu 20, beide Mannschaften gönnen sich gerade eine kleine Punktepause. Marjanovic fängt jedoch einen Offensiv-Rebound und finalisiert seine gute Aktion mit einem Dreier. 820 zu 19, Schröder ist noch nicht hundertprozentig im Spiel. Im Aufbau wirkt er teilweise noch unsicher und die Würfe aus der Mitteldistanz sitzen nicht. Das kann er definitiv besser. 820 zu 17 in One. Nein. Schröder bekommt einen guten Block gestellt, zieht mit schnellen Schritten zentral zum Korb und trifft. Beim Wurf wird er gefoult, vergibt allerdings den Bonusfreiwurf. 720 zu 15, Schröder trifft. Kurz nach der Einwechslung von Kleber wagt der deutsche Dribbelkünstler den Versuch von halblinks und befördert das Leder durch den Ring. 620 zu 13, Deutschland hat sich gefühlt etwas stabilisiert, hat allerdings im Postplay deutliche Probleme. 520 zu 13, Deutschland ist im Spiel nach vorne zu unkonzentriert und leistet sich trotz nun besserer Punkteausbeute zu viele Fehler. Milutinov bestraft die deutschen Korbjäger mit einem krachenden Alley-oop-Dunking. 420 zu 11, das gibt Sicherheit. Bartel wird von Benzing an der Dreierlinie gekonnt in Szene gesetzt und schraubt den Wurf von draußen ins Ziel. 320-09, es geht doch. Nach beherzter Defense wird Benzing vorne in halbrechter Position solide freigespielt. Der Dreier sitzt. 320-08, Deutschland ist noch nicht richtig im Spiel. Serbien baut die Führung mit Hilfe eines Dreiers auf 7 Zähler aus. Benzing erzielt jedoch immerhin per Freiwurf die ersten Punkte für das deutsche Konto. 220-07, nach einem leichtfertigen Ballverlust von Schröder erzielt Milutinov per Hookshot die nächsten Punkte. 120-06, jetzt sehen wir die ersten Punkte der Partie. Nach einem Foul von Benzing darf Todorovic an die Linie und trifft beide Würfe. 120-05, der erste Wurf der Deutschen geht daneben.
folgt man, postet in komplizierter Lage auf und verwirft in Bedrängnis 120-0-4. Trotz leichtem Husten spielt Dennis Schröder von Anfang an. Wie gegen Österreich soll er anscheinend die deutschen Korbjäger zum Sieg führen. 20:01 folgt man, Tada, Bartel, Schröder und Benzing starten für Deutschland. 19:59 die Mannschaften sind auf dem Parkett und die Nationalhymnen sind bereits gespielt worden. Gleich geht es los. 19:52 Starspieler Dennis Schröder betrieb nach dem Erfolg gegen Österreich eine selbstkritische Fehleranalyse. Wir haben zu viele Offensiv-Rebounds zugelassen und in der eine gegen -1-Defense waren wir auch nicht so stark. Da müssen wir einen besseren Job machen. 19:46 betrachtet man die Statistiken der beiden Mannschaften, stellt man einige Gemeinsamkeiten fest. Bei den 2- und 3-Punkte-Würfen verzeichnen sie ähnliche Werte und auch Rebound-Zahlen sind ähnlich. In Bezug auf die Trefferquote bei Freiwürfen haben die Deutschen mit 5 Prozentpunkten die Nase vorne. 19:32 Die Spielstätte ist übrigens die Spence Arena in Novi Sad. Knapp 7000 Fans finden hier Platz. 19:29 Die Bilanz der Teams gestaltet sich in den letzten Jahren ausgeglichen. Jeweils 2 Siege pro Team stehen zu Buche. Den höchsten feierten allerdings die Serben bei der EM 2011, 75:64, 19:26. Die Serben sollte man im Endspiel um den Gruppensieg sicherlich nicht unterschätzen. Als aktuell Zweiter der Tabelle und amtierender Vize-Europameister mussten sie sich bislang nur den Deutschen geschlagen geben und bezwangen Georgien am Freitag beeindruckend mit 37 Punkten Vorsprung. In den letzten Jahren hat Serbien oft unter Beweis gestellt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Allerdings haben einige NBA-Stars für die Qualifikation abgesagt. 19:22 mit 5 Siegen aus 5 Partien haben die deutschen Korbjäger bisher eine souveräne Qualifikation absolviert. Beim Sieg gegen Österreich am Freitag konnte Coach Henrik Rödel zudem erstmals die NBA-Spieler Dennis Schröder und Maximilian Kleber einsetzen. Mit 25 Zählern konnte Point Guard Schröder dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. 19:17 Wer sichert sich den Gruppensieg? Bevor es in die Hauptrunde der Qualifikation geht, für die sich Serbien und Deutschland bereits qualifiziert haben, geht es am letzten Spieltag der Gruppe G um die Tabellenführung. Wichtig wäre diese allemal, alle Ergebnisse aus der Qualivorrunde werden mitgenommen. Die Hauptrunde startet Ende August mit Gruppen A 6 Teams, 3 fahren schließlich zur WM nach China. 19:10 ein sommerliches Hallo und herzlich willkommen zum 6. Spieltag der WM-Qualifikationsgruppe G mit dem Spiel zwischen Serbien und Deutschland. Der Anwurf erfolgt um 20 Uhr. Viel Vergnügen!